Nein, wir haben eine Goldkarte. Wir haben die. Leute, was geht? Auf der Jagd nach dem God Booster machen wir heute nochmal zwei Displays von dem richtig, richtig nicen Set Twister Universe auf. Ich freue mich extrem drauf. Alles ist möglich und nichts. Wir haben schon ein paar Displays aufgemacht auf dem Kanal. Und ja, wir hören nicht auf. Wir machen weiter. Ich habe mir ein paar Displays geholt. Es werden noch weitere Openings folgen, habe ich ja schon mal gesagt. Und wir gehen gleich mal direkt rein. Leute, wir gehen rein. Oben Display Nummer 1, unten Display Nummer 2. Wir fangen einfach mal hier an. Wir lassen die Booster hier liegen. Und wünsche mir viel, viel Glück. Ich habe die Booster, beziehungsweise die Displays, alle mit durchgewogen. Mit der Küchenwaage. Die wogen alle 193 Gramm. Also von daher, hier kann man schon mal nichts rauslesen, nichts rauswiegen. Es gibt viele Gerüchte, leichte Displays sind besser als die schweren. Manche sagen, die schweren haben die Goldkarten drin. Also, ich weiß es nicht, Leute. Es sagen auch viele, es gibt viel resealed. Ich habe da jetzt noch nicht viel mitbekommen, muss ich sagen. Wir lassen uns mal überraschen. So, First Pack Magic. Und wir fangen an mit dem Staubsauger. Mit, Suicune V. Let's go. Das ist actually cool, weil, obwohl ich schon 6 Displays aufgemacht habe, die Suicune V, die fehlt mir noch. Sehr, sehr, sehr nice. Cooles Artwork. Sie sieht sehr stark aus. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon habe. Ich weiß jetzt auch nicht, aus welchem Set die schon ist. Dann haben wir ein Bidiza oder Bidifast. Die kriege ich immer nicht zusammen. Wir haben ein Absol in Holo und wahrscheinlich nochmal eine Reverse. Ja, ein schönes Fifien, glaube ich. Nice. Jetzt geht's los. Oha, oha. Oh, kommt hier schon. Oh, hier könnte schon die SAR kommen. Oh, wieder Unlicht. Es ist schon wieder das Atmorei. Ich habe schon so viele Atmoreis. Das gibt's nicht. Nee, oh, es ist weder noch. Okay. Huh, ich war gar ein bisschen, weil ich habe schon Atmorei doppelt. Also es ist erstmal nur eine V und es ist ein, wie heißt es nochmal, nicht Skorgler, Drapion. Also ich weiß, Englisch Drapion, meine ich, habe ich schon. Aber, geht's weiter? Nee, wir machen weiter mit einer Ditto. Ditto in Holo, die ist nice, die ist cool. Und einmal Trainerkarte in Holo und wahrscheinlich wieder. Also normalerweise so, wenn eine V-Karte kommt, dann zwei Holos, dann kommt danach eine Reverse-Holo, die actually wirklich nice aussehen. Das ist Dino, den kenne ich. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das Set findet. Ich finde es mega, mega stark. Es ist ein Riesenset. Man kann so viel rausholen hier. Gerade die neuen Artress und auch Secret Artress. Das sind so tolle Artworks. Die Goldkarten auch sehr nice. Wobei ich finde, ehrlich gesagt, ist die Giratina fast ein bisschen übertrieben oder gehypt ist. Ich finde die Arceus, die würde ich gerne ziehen. Das wäre, was haben wir hier? Eine V-Max. Das könnte die Machamp sein. Nee. Oh, Rayquaza in V-Max. Let's go. Nice. Weiß ich gar nicht, was wir haben. Die ist cool. Boah, mit dem fetten Riesenswirl hier hinten drauf. Okay, nehmen wir mit. Und dahinter wieder Holos. So, einmal Miltank. Einmal ein Latias, glaube ich. Bringt die immer durcheinander. Und dahinter nochmal ein Fukano. Leute, was kommt jetzt? Wieder eine V-Karte? Wieder eine V-Karte? Drachen? Ein Knackrack. Cool. Wir haben Drachen-V-Karten heute. Sehr schön. Dann wieder eine Holo. Mew. Die ist actually sehr, sehr, sehr geil, weil die ist, ich sage jetzt mal, exklusiv Celebration. Also ziemlich cool eigentlich. Und dann haben wir einen Bronzer und dahinter wieder die Reverse-Karte. Also die ersten 4 Booster, die waren jetzt gar nicht mal so stark. Haben wir jetzt mal eine AR oder nicht? Haben wir? Nee, es ist eine, könnte eine V-Star-Karte sein? Nein, es ist eine AR. Okay, eine Drachen-AR. Könnte ein Altaria sein? Ja, ist Altaria. Nice. Schöne Karte habe ich schon, aber die ist sehr, 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 sehr nice. Und dahinter haben wir, Glurak V, let's go. Auch die haben mir noch gefehlt. Let's go. Leute, wir haben 2 V-Karten heute gezogen von sehr wenigen, die mir noch fehlen. Und dann haben wir ein, Arktos Holo, auch sehr, sehr, sehr strong. Geile Karte. Oh, nein, wir ziehen das Glurak. Wir ziehen das Glurak Radiant. Let's go, die beste Radiant-Karte des Sets. Leute, wir haben sie ein zweites Mal. Wie strong ist das denn? Wow, die ist so stark. Die ist so stark, Leute. Okay, das ist bis jetzt der Hit des Displays. Und hier könnten wir jetzt die SIR haben. Nee. Es ist eine V. Es ist Kommando Tan. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube auch die habe ich nicht. Ziehe ich heute wirklich die 3 Missing V-Karten. Sehr nice, sehr nice. Und hinten, die Energiekarte. Yo, warte mal. Die Energiekarte. Mir fehlt Kampfenergie. Fehlt mir Kampfenergie. Ich weiß es gerade nicht. Ich finde diese Energiekarten, die sind so stark. Ich hoffe, wir kriegen die in Crown Zenith. Es sieht so wahnsinnig geil aus. Im Übrigen auch, ich finde es so gut, dass wir einen silbernen Rand kriegen mit der nächsten Generation. Das ist so ein riesen Upgrade für unsere Karten, wie ich finde. So, ich habe gerade mal bei Pokélector kurz nachgeschaut. Ich habe in der Tat 3 neue V-Karten gezogen. Die Kommandotan, die Glurak und die Suicune. Die Kampf-SR, die habe ich schon. Mir fehlen noch Psycho und Wasser. Also wenn hier Psycho oder Wasser drin wäre, wäre das sehr stark. Was kommt? Okay, das ist eine AR. Wasser.
Wasser haben wir. Oh, das ist das Keldeo. Yes, let's go. Keldeo AR, die ist so schön. Mit diesem Himmel haben wir geile Farben. Die habe ich noch nicht. Oh, die ist schön. Oh, 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 ist die schön, Leute. Sehr stark. Wie findet ihr die? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Die ist mega. So, wir könnten dahinter schon die SAR haben. Eine Fausta. Auf jeden Fall eine Fausta. Feuerfausta. Warte mal. Gibt es eine Glurak-Fausta? Nee. Ach, das ist das. Ja, okay, okay. Ah, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Grill-Cheater. Müsste Grill-Cheater sein. Auf jeden Fall auf Englisch. Sehr nice. Auch die habe ich noch nicht. Also, neue Fausta-Karte. Wir haben jetzt einmal eine neue AR-Karte. Wir haben drei neue V-Karten. Eine V-Star-Karte. Sehr, sehr, sehr strong. Boah, die ist schön. Und ESRR. Die kommt auch noch. Ey, ich bin gespannt, was drin ist. Ich hoffe, es ist kein Atmorei. Ich hoffe, es ist irgendwas Neues. Eine Glurak wäre nice. Oder dann vielleicht sogar eine Goldkarte. Wer weiß. Regidrago. Bitte nichts Doppeltes. Alles außer was Doppelten. Mir ist fast alles egal. Solange es nichts Doppeltes ist. Oh, geil. Oh, wow. What? Okay, warte mal. Elektra. Wie heißt er nochmal? Magbrand. Und Elektrik. Nee, nicht Elektrik. Ich kenne die. Egal. Boah, das Artwork ist... Boah, das ist freaking geil, Leute. Das sieht stark aus. Das sieht stark aus. Auch der Himmel ist ein bisschen so ähnlich wie bei dem Keldeo. Sehr geil. So, und dahinter. Okay, das ist die SAR. Leute, die SAR ist im ersten Display schon mal nicht Unlicht. Es ist Psycho. Was ist Psycho? Haben wir... Könnte Mew sein? Könnte Mew sein? Mew habe ich schon. Mew... Oh, es ist Zacian. Zacian in SAR. Diese Karte ist so stark. Boah, die ist so schön. Wenn ich... Boah, krass, da kriege ich Gänsehaut. Die erinnert mich an das Spiel. Kennt ihr diese Szene im Spiel, wenn man dieses Heulen hört im Wald? Boah, sehr geil. Okay, sehr stark. Neue SAR, sehr, sehr, sehr schönes Artwork. Das geht so schön einher mit dem Rand, mit dem silbernen Rand. Das ganze Bild ist grau-silbrig. Sehr, 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 sehr geil. Okay. Ja, ich kann ja fast garantieren, dass wir hier nochmal eine AR sehen werden. Let's go. Was wird's sein? Dann haben wir eine Holo. Warte mal. Das müsste doch... Ah, nee, warte. Oh, my bad. Wir haben ja schon drei ARs. Wir haben ja schon drei ARs. Eigentlich dürfte nichts mehr kommen. Nee. War jetzt my bad. Da habe ich jetzt zu viel gespoilt. Wir haben ja schon drei ARs. So, also, erstes Display finde ich persönlich strong. Wir haben zwei neue ARs. Zwei richtig, richtig schöne auch. Keldeo fand ich schon immer geil. Magbrand. Die Zacian. SAR sieht auch wunderschön aus. Wir haben drei neue V-Karten. Glurak, Kommandotan, Suicune. Wieder schön fürs vielleicht Master Set. Wer weiß. Glurak geht immer fit. Noch drei V-Karten, die wir schon hatten. Und wir gehen rein ins zweite Display. Leute, was denkt ihr? Lasst mich jetzt in den Kommentaren wissen. Denkt ihr, dass das zweite Display besser ausfällt? Eine Goldkarte fehlt mir immer noch. Aber wie gesagt, ich habe noch ein paar Displays. Ich werde mir auch noch mehr besorgen. Aber dafür muss der Preis noch runtergehen. So, was haben wir im First Pack? Magic! Wir ziehen gleich nochmal die Keldeo. Okay, heute gleich mal doppelt. Und dahinter... okay, eine Frage. Mewtwo! Mewtwo, sehr stark. Aus Pokémon Go. Das ist schon mal eine Fausta. Das ist die Arceus Fausta. Geil. Auch die fehlt mir noch. Schon wieder eine neue Karte heute. Sehr, sehr, sehr strong. Dahinter eine Lavados Holo. Yes. Das ist die letzte Radiant, die mir fehlt. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ich nenne es jetzt einfach Roter Bus. Könnt mir in den Kommentaren weiterhelfen. Wenn ich das Video schneide, werde ich mir auf jeden Fall schon nachgeschaut haben. Oh, geil. Ich habe alle Radiants innerhalb von 7 Displays. Ne, 8 Displays jetzt. Das ist wieder die Altaria. Ja, okay. Unfortunately, das ist die erste AR. Nee, das ist die zweite AR, die ich dreimal habe. Ich habe schon die Labrador dreimal. Okay. Happens. Kann man nichts machen. Aber die nächste V-Karte, die ich noch nicht habe. Okay. Dialga. Sehr nice. Ich ziehe heute die ganzen V-Karten, die mir noch fehlen. Eine grüne Faustakarte. Könnten Shamans? Ist da ein Shaman drin? Yes, baby. Yes. Fully Purple Fauster. Sehr schön. Sehr schöne Faustakarte. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Und hinten. Da ist die Energiekarte. Unlicht. Okay, Unlicht habe ich auch schon. Und hier haben wir ein Drachen-V. Giratina. Sehr stark. Habe ich, glaube ich, schon. Nein, wir haben eine Goldkarte. Wir haben die Palkia. Dialga, oder? Palkia? Ja, es ist Palkia. Sehe ich eine Goldkarte und ich weiß nicht, welches es ist. Das ist schon peinlich, ne? Müsste aber Palkia sein. Ist die stark. Ist die stark. Ich würde jetzt sagen, von allen Goldkarten, die zweite von meinen Favorites her. Die erste ist Arceus. Die ist stark. Die ist stark. Sehr schönes Pokémon. Sehr schöne Karte. Oha. Ich hätte jetzt nicht mit einer Goldkarte gerechnet. Wir haben eine Goldkarte gezogen. Einen Big Hit in dem Set. Das ist cool. Das ist sehr stark. Die vier Goldkarten bilden übrigens ein
großes Bild zusammen. Das sieht so stark aus. Ich hoffe, was heißt ich hoffe? Ich weiß, ich krieg die anderen. Weil wie gesagt, ich habe mir ja schon was besorgt. Dazu wird das Video wahrscheinlich Anfang des Jahres kommen. Aber die Karte haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal mindestens einmal. Wir müssten eigentlich immer noch eine AR bekommen. Wir hatten ja schon zwei. Und eine SAR müsste trotzdem noch drin sein. Weil die Goldkarte ist eine UR. Und die teilt sich eigentlich nicht den Slot mit der SAR, soweit ich weiß. Ich habe ganz vergessen, die Giratina einzusteven. Weil da, da haben wir nochmal Palkia. Palkia-Set, Leute. Palkia-Display. Boah, ich bin so sprachlos von der Goldkarte. Leute, Last Pack Magic. Wo vermeintlich eigentlich ein Doppelhit drin sein müsste. Let's go. Wird es. Also, das ist bis jetzt, muss ich sagen, das beste Display. Allein schon wegen der Goldkarte. Und wir gehen rein mit Voltilam. Mit Vivien, glaube ich. Wir haben Regieyes. Trainerin. Und was haben wir hier drin? Come on, jetzt muss es kommen. Hier haben wir einmal, das ist wieder Lavados, oder? Nee, ist es nicht. Es ist Elektro. Ja, wir haben die andere Karte. Wie gesagt, ich vergesse immer den Namen von dem Pokémon. Ich vergesse es. Wir haben ja im vorigen Display, haben wir die hier gezogen, ja, mit Magbrand. Und jetzt haben wir die mit Magbrand und die ist stark. Ich finde die andere ein bisschen schöner, aber die ist auch stark und sie ist neu. So, eine neue AR-Karte. Und eigentlich muss jetzt dahinter eine SAR kommen. Ja, eine Faustar. Eine Faustar-SAR-Karte. Leute, oh, bitte, lass es die Mewtwo sein. Oh, es ist jetzt Zoroark. Oh, die ist auch stark. Oh, Leute, was für ein krasses Display. Goldkarte, Zoroark, Faustar, SAR. Das ist so eine starke Karte. Wenn ich die zum ersten Mal gesehen habe, Hammer, das ist ein Gemälde, Leute. Wow, was für ein Display. Dahinter haben wir nochmal ein Latias, glaube ich, und nochmal ein Keldeo in Holo. So, Leute, hier haben wir nochmal alle Hits. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt heute. Geile Hits, neue Karten. Wir haben einmal die Sakian SAR, dann haben wir Magbrand, wir haben Keldeo, wir haben nochmal eine Glurak Radiant, die nehmen wir auch 2, 3, 4, 5 mal mit. Wir haben ein paar neue V-Karten. Wir haben einmal die Glurak, Kommandotan und Suicune im ersten Display. Das erste Display war schon stark, aber das zweite Display, meiner Meinung nach, mit Abstand das bessere und vor allem auch das beste Display, was ich bis jetzt hatte. Wir haben einmal eine Goldpalkia, da haben wir die SAR Zoroark. Wirklich sehr, sehr, sehr geiles Artwork. Dann zwei doppelte Eiers, aber immer noch, dann haben wir noch das Gegenstück mit Magbrand und seinem Kumpel in der AR, also hier auch nochmal eine neue AR. Wir haben das Bus-Pokémon, Raupenbus, ich nenne es Raupenbus, in Radiant. Ich meine, wir haben auch hier nochmal die Faustar Arceus ist neu und die Dialga ist neu. Bei der Fulipurba bin ich mir nicht sicher. Also ich bin absolut happy und ich habe noch mehr Displays hier. Ich werde die öffnen, ich werde mir auch noch mehr besorgen. Ich hoffe, dass die Displaypreise für das Set auch nochmal fallen in Richtung, ich sag mal, 70, 75 Euro. Ich hoffe das und ich würde so gerne ein Boxpack machen mit euch im nächsten Jahr. Das war es auf jeden Fall von heute. Lasst mich mal wissen, wie ihr das Set findet. Ich fand den Pull heute richtig, richtig stark und ja, ich freue mich bis zum nächsten Faustar Universe Opening. Bis dahin, lasst ein Like, lasst einen Kommentar da und ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo freuen. Wir sind auf dem Weg zu 10.000 Abos. Bis bald und Pokélos ist aus. Ciao, ciao.